So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 mit Thymesia, unserem wunderschönen Soulsborne Pestdoktor-Spiel. In der letzten Folge haben wir ja den ersten kleinen Boss hier besiegt. Das war so ein kleiner Nebenboss, der war nicht besonders schwer. Wir können jetzt hier weitergehen. Ich möchte mich auch gleich mal entschuldigen, in der letzten Folge war der Spielsound immens zu laut. Wie gesagt, ich muss wieder reinkommen in das ganze Aufnahmethema. Ich habe auch leider meine Stimme und den Spielsound noch in einer Audiospur, weil mein Videoschnittprogramm das irgendwie nicht auf die Kette kriegt, wenn ich zwei Audiospuren aufnehme mit OBS. Sony Vegas da was ich benutzt habe, was mir aber massiv zu teuer ist, konnte das. Da hatte man dann zwei Audiospuren, die man nochmal editieren konnte. Hier habe ich das Problem, ich benutze Movavi Video Plus. Ist ein schönes Programm an sich, aber wenn ich zwei Audiospuren in einem Videofile habe, erkennt Movavi nur eine und dann habe ich keine Voiceline und so, deswegen muss ich das vorher abmischen, ist nicht so weiter schlimm, wenn das einmal eingerichtet ist, passt das, aber in der letzten Folge war es definitiv so, dass das Spielsound zu laut ist, nicht schlimm. Freunde, wir sind hier weiter im Dämmerzirkus unterwegs und schauen mal, was uns hier noch so erwartet, mal sehen, was hier der Endboss sein wird. Ich stelle mir vor, Es wirkt immer noch immens laut. Ich habe jetzt mittlerweile schon über die Hälfte der Lautstärke reduziert. Ich glaube, ich muss noch mehr machen. Macht dann noch ein bisschen leiser, Freunde. So, kein Problem. Machen wir das direkt mal über den Ingame-Sound noch ein bisschen leiser. Ich gehe einfach mal auf 35. So. Jetzt dürfte es wirklich nicht mehr zu laut sein, das Spiel. Ich komme langsam rein, so ein bisschen in das Feeling dieses Spiels, Freunde. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Hier, der Schaden war natürlich nicht zu verachten gerade. Läuft. Notizen über das Leben in Hermes, Zirkus. Zu Beginn diente der Zirkus nur der persönlichen Unterhaltung der Arbeiter im Dorf. Einige Leute versammelten sich und amüsierten sich, indem sie sich gegenseitig billige Tricks zeigten. Mit der Zeit begann die Sache zu wachsen. Sie nannten sich selbst Dämmerzirkus. Abgesehen davon, dass sich der Name an ihre nächtlichen Darbietungen bezieht, symbolisiert er auch metaphorisch die Mühsal unter schwierigen Umständen sein Glück zu finden. Okay. Was ist das hier? Hier kann ich doch irgendwas, hier kann ich doch was benutzen oder so. Das ist. Irgendwas ist hier, ne? In der Leiter oder so. Oder haben die hier aus Versehen eine Leiter reingeb. Ach nee. Ach, hier kann man eine Leiter runterlassen. Alles klar. Shortcutus Maximus. Marktankündigung. Der Zirkus sucht nach Kleintieren in jeglichem Zustand zur Verwendung in Darbietung. Liegendes, laufendes, springendes Getier, egal. Wenn es sich bewegt, haben wir dafür Verwendung. Alles klar. Das ist schon sehr suspekt, der Zirkus. Das wirkt hier ein bisschen fallenmäßig, ne? Irgendwie. Wie wir die mittlerweile weghacken, ey. Geil. Öffnen von dieser Seite nicht möglich. Ach, hier ist eine Leiter. Ich hätte gerade nicht gesehen, ne? Da war ich ein wenig zu blind. So. Na, da habe ich doch jemanden gehört. Ach, wieder so ein Sperrheini. Okay. Was haben wir hier für einen Geheimgang freigemacht? Schlüssel zum geheimen Raum des Marktes. Krass, wir haben ja irgendwie gerade ein Secret freigeschalten, Freunde. Was ist denn hier unten Schönes? Okay, Fallschaden gibt's nicht. Notiz eines Königsgardisten. Wir begeben uns unter dem Vorwand ins Narrenmeer.
den Forschungstrupp bei der schnelleren Durchführung seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten unterstützen zu wollen. Doch eigentlich sind wir hier, um die seltsamen Aktivitäten des Dämmerzirkus unter die Lupe zu nehmen. Was ist das hier für ein Gepilz, Freunde? Hier will doch keiner sein. Ach, okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Coole Sache. Das war auf jeden Fall ein Secret, was wir gerade gefunden haben. Auch wenn es nicht so richtig coole, unique Items wie in Dark Souls gibt. Verschiedene Waffen und so, das haben die sich ja alles gespart. Braucht's auch nicht, weil man ja diese Seuchenwaffen hat. Das Kampfsystem noch so ein bisschen erweitern. Oh, hier haben wir wieder. Hier haben wir wieder Pestwolke. Das heißt, jetzt muss ich irgendwo so ein räudiger. Ekel verstecken. Okay. Die Leiter hat einfach mal kein Kollisionsmodell. Alles nicht so wild. So. Ich könnte wetten, dass man über diesen Weg hier irgendwie. Ah, da oben ist er doch. Oh. Scheiße. Okay, okay, ich habe verstanden. Wollen wir den Laden doch einfach mal auf mit unserer Seuchenwaffe, die immensen Schaden macht. So. Jetzt die Pestwolke hier entfernt. So geil mit dem Ausweichen. Also mir macht das Spiel ultra Spaß, ich weiß nicht. Also ich kann es jedem, der Souls mag, zumindest jetzt die ersten zwei Spielstunden, die machen schon echt geil Bock. So, ach, jetzt haben wir die Pestwolke entfernt, jetzt können wir sozusagen unten weitermachen. Moinsen, erstmal gut begrüßt den Herrn. Gleich drei. Noch mehr Gegner, bitte. Das Hinrichten stellt Energie wieder her. Jetzt habe ich das erstmal begriffen. Okay. Jetzt habe ich das erstmal begriffen, Freunde. Wieder mal eine Mechanik gelernt. So, hier können wir die Leiter wahrscheinlich runterlassen. Oder? Nee, das ist nicht der Part. Aber hier müssen wir wahrscheinlich lang. Ist aber auch ein verwirrender Level. Fenchel. Ah, wieder so eine Zutat für einen Trank, sozusagen. Jetzt haben wir die erste sozusagen gefunden, sozusagen. Schön. Hier waren wir schon. Gehen wir einfach denselben Weg jetzt nochmal, um sämtlicher Verwirrung aus dem Weg zu gehen. Also über das Level-Design lässt sich so ein klein Peng streiten, muss ich ehrlich zugeben. Hier ist der Geheimraum. Hier ist die Tür. Da haben wir die Seuche entfernt. Hier geht's weiter.
So wenig Schaden nur. Okay. 100 Damage. 100 Damage hat der Kollege gemacht. Alter. Okay, der ist heftig, der Typ. Nein! Der Sack hat sich einmal wieder voll geheilt. Ah, nein! Okay. Okay, okay, okay. Das wird nix. Da habe ich nämlich keine Heilung mehr. Scheiße. Das ist ja jetzt rotzig. Das ist ja ganz großer Müll. Müssen wir irgendwie... Wo waren hier unsere... Scheiße. Alter, der ist heftig, der Gegner. Oh, der hinter dem ist 100 pro in Bonfire, ne? 100 pro. Aber das können wir jetzt nicht riskieren. Wir haben über 1000 Seelen mit. Und... Naja. Ich habe kein Leben mehr. Ist doof. Wenn ich jetzt bloß noch einen kleinen Ticken Orientierung hätte, dann könnte man auch wieder zurückgehen. Aber ich habe keine. Nee, irgendwie müssen wir doch... Und hier sind wir doch gekommen. Ach, hier. Hier ist der Anfang. Na gut, dann resetten wir nochmal, Freunde. Machen nochmal ein Level up. Und machen das Ganze nochmal. Sonst ist das echt scheiße. Gehen wir einfach mal direkt durch hier. Oh, vielleicht nicht ganz. Das war blöd. Das war ein bisschen blöd. Also man muss sich schon in jedem Kampf, so einfach wie er auch scheint, konzentrieren. So. Ah, die Pestwolke regeneriert sich nicht. Das ist schon mal schön. Der wird zum Beispiel von jedem Schlagwort, der gestaggert. Der wiederum nicht. So. Und wir heilen uns durch die Hinrichtung. Sehr cool. Na, so schnell kann man natürlich auch hier durchwandern. Jetzt sind wir schon beim schweren Gegner angekommen. Alter Schwede! Oh. Ah, das ist schwierig. Ah, das ist äußerst schwierig hier gerade. Aber... Wir würden ja gerne mal die Waffe klauen. Ich mache den einfach keinen Schaden. Nein! Okay. Oh nee. Jetzt ist er hier runterge... Ah, okay. Jetzt nehme ich wenigstens das Item mit. Ist der hier runtergefallen? Da unten hockt er jetzt, der Kollege. Wie... Wie random der Gegner hier gerade drin war. Geheilt. So. Flatsch. Gib mir deine Fähigkeiten, Splitter. Sofort. Jetzt hier einfach mal weiter. Klar, den Gegner haben wir jetzt ein bisschen geschießt, aber der wird jetzt hier unten irgendwo hocken. Der Sack.
So, wo war denn der Bossfight hier? Okay. Sind hier links noch? Platsch. So, ich hoffe das nicht, dass jetzt dieser Zwischenboss hier irgendwo auf mich wartet. Das ist schön. Er hat genug Leben. Was für ein geiler Kill. Eiskalt die Waffe geklaut und reingeballert. Und gleich helle Bardefähigkeiten später bekommen. Sehr cool. So. Mach's gut, mein Freund. So, will ich jetzt hier überhaupt runterspringen einfach? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ja. Ich glaube, wir müssen sogar hier runterspringen. Ach, das ist schon geil. Waffe klauen. Waffe reinbalzen, übers Schaden machen. Notiz eines unbekannten Hoffnungslosen. Die meisten Arbeiten im Zelt bestehen darin, irgendwelche Eimer von einer Seite zur anderen zu tragen. Manchmal fühle ich, wie sich die darin aufbewahrten Dinge bewegen. Erst so langsam. Oh, was bist du denn? Oh, Gock im Bock. Ah, ich. Plautz dir erstmal das Ding rein. Ich habe ein bisschen Respekt gerade. Konzentration. Was? Nein! Uff, ich habe keine Heilung mehr. Ich will noch nicht sterben. Oh. Scheiße. Oh nein. Alter, das ist so ein weiter Weg dahin, ne? Also, scheiße. Okay, nochmal. Freunde, wir müssen uns unsere Seelen zurückholen. Das sind verdammt nochmal 1000 Stück. Einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Da müssen wir noch mal ran. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts, nützt ja nichts. Aber wir haben natürlich den einen Zwischenboss auch ausgelassen, ne? Scheiße, Mann. Komplett versagt bei dem Golem-Typen. Ah. Ja, das Spiel ist nicht ohne. Das Spiel ist nicht ohne. Wollen wir mal kurz den noch?
Ah, was ist denn los? Was ist denn los, meine Jute? Ups. Ganz schön schnell. So, easy. Den Typen lassen wir mal kurz aus. Tschüss. Ach, so weit rennt er mir hinterher, oder was? Nee. Lol. Was? Oh. Nicht staggerbar. Ach. Okay. So, Freunde, wir sind doch schon wieder fast so weit. Ah, dumm, so dumm gespielt einfach. Das war gerade ein bisschen blöd von mir gemacht. Das hätte ich besser spielen können. So, da ist er doch schon, oder? Nehmen wir uns kurz noch unsere Seelen. Klauen uns hier eine Axt. Scheiße, jetzt müssen wir wieder gegen den Typen ran. Alles klar, Kollege. Ja! So, jetzt müssen wir irgendwie uns konzentrieren. Okay. Der Parry hat schon mal funktioniert. Ah, okay. Alles klar. Konzentration. Nicht leicht, nicht leicht. Drei, vier, fünf. Ausweichen. Der hält so viel aus, der Kollege, ne? Oh. Ey, jetzt muss ich mich aber ganz schön konzentrieren. Salbei. Faust. Minze. Faust. Krasser Gegner. Ich glaube, der wird höchstwahrscheinlich nicht respawnen. Hoffe ich mal. Der war ja schwerer als der erste kleine Boss. Man hat so viele Steuerungsarten, ne? Man hat normalen Schlag, solchen Schlag, normalen Parry, Feder-Parry, solchen Waffenschlag, geklauter solchen Waffenschlag. Also ist ein bisschen ein Tick überladen vielleicht. Wenn man das so ein bisschen Intus hat. Aufzeichnung des Dorfältesten. Obwohl Odur unter den Bewohnern von oben sehr populär ist, sorgte er sich dennoch um das Bäumemeer.
Sein Zirkus versorgt die Leute nicht nur mit Arbeit und Rohstoffen, sie geben sogar Gratisvorstellungen zur Unterhaltung jener unter uns, die noch nie die Außenwelt gesehen haben. Viele sind Odua für sein Mitgefühl sehr dankbar. Wenn der Zirkus also nach neuen Mitgliedern sucht, melden sich die Waldbewohner in der Regel bereitwillig. Okay. Naja, der Zirkus war vor der Seuche vielleicht mal ein normaler, schöner, cooler Zirkus. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, nicht mehr so nice hier. Man kann ja schon coole Kombos durchziehen. Ich finde, das sieht schon alles sehr, sehr stylisch aus. Wenn man hier fightet. Das macht auf jeden Fall Bock. Oh, Gott sei Dank. Ein Bonfire. Sammeln wir mal noch das Ding da ein. Ein Seelenthron. Gott sei Dank. So, Freunde. Stufenaufstieg. Ich glaube, ich mache Vitalität auf 5. Wir kriegen einfach zu viel Schaden. So. Wenn Angriff erfolgreich pariert werden, wird die feindliche Konterangriffleiste reduziert. Aha. Okay, verstehe. Ich mache mal ein bisschen Parry-Skillung. Damit das Parieren auch ein bisschen Sinn ergibt, weil bisher kann man nur den Schaden blocken, aber es hat sonst keinen großen Sinn zu blocken. Wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf, ey. Gucken mal, was hier noch so abgeht. Ach, das ist Kollege Schmierschuh. Kollege Ekelboss. Stechhack noch öfter zu. Nein! Okay, heilen. Ja, der Gegner ist echt ein bisschen eklig, ja. Okay. Scheiße, jetzt hatte ich ihn doch fast. Ach, ich hatte ihn doch fast. Mann. Ach, Zuckerblatt. Okay. Ich mach den jetzt platt, Freunde. Ich mach den jetzt einfach alle. Mit all meinen Fähigkeiten. Die haben den Shortcut hier nicht umsonst hin platziert. Alter. Alles blocken, alles blocken. So. Uff.
Ah, du widerliches Widerling-Ding. Ah, krass, krasser Typ. Ich will mal wissen, was der Geiles droppt. Also den machen wir jetzt noch platt in dieser Folge, Freunde. Und dann ist Schluss für heute. Dann ist Schluss mit Thymesia. Aber den will ich unbedingt noch kriegen hier, den Typen. Der kann auch nicht so schwer sein. Ja, völlig das Timing versaut. Ah, vollkommen verkackt. Nein! 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 Ich habe noch Heilung. Oh, ich habe die Feder verkackt. Wie, du Drecksack. Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Ich kann doch nicht so derartig bei diesem Typen scheitern. So. Konzentriert. Neuer Versuch. Wir schaffen das. Easy. Ist ein easy Gegner. Ist er stuckt. Da ist er stuckt. Lol. Jetzt kann ich ihn nicht mehr hitten, oder was? Er ist tot. Wie geil. Okay. Also das ist die Leiter des Todes, Freunde. Die Leiter des Todes. Können wir sogar vielleicht die Hellebarde lernen? Aber nice, wir haben ihn noch besiegt. Es war ein bisschen cheesy, aber wir haben ihn besiegt. Dieses Blocksystem, ne? Das haben sie ein bisschen von Sekiro abgekupfert. Ist aber nice, ist nice gemacht. Kann man alles so machen. So, haben wir denn genug für Axt? Wir haben genug für Messer. Wir haben genug für Hellebarde. Ach, und damit kann man jetzt noch verbessern. Ich rüste die Hellebarde mal aus. Ganz kurz probieren. Ah, okay. Ist cool. Können wir mal benutzen. Freunde, das soll es aber auch schon von Folge 2 mit Thymesia gewesen sein. Ich muss mich bei diesem Spiel wirklich hardcore konzentrieren. Ich würde mal machen wir noch einen Zutatenplatz. Okay, hier können wir noch Zusatzeffekte drauf ballern. Gesundheitsregeneration plus 46. Okay. Alles klar. Können wir noch ein Level-Up machen? Nee. 1100 kostet das schon. Verteidigungsmodus gibt es auch. Man kann auch den Verteidigungsmodus machen. Da gibt es kein Parry, sondern nur Blocken sozusagen. Ah, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Cool. Gibt es echt verschiedene Varianten, das Spiel zu spielen. Finde ich sehr cool. Gut, Freunde. Das soll es von Folge 2 nun wirklich gewesen sein. Thymesia, schönes Souls-like-Spiel. Ich muss mich hart konzentrieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit der Folge. Und mit dem Spiel im Allgemeinen, mit dem Let's Play im Allgemeinen. Weil Commentary fällt mir hier wirklich schwer, wenn man sich bei den Kämpfen so hart konzentrieren muss.
Aber es ist normal bei solchen Spielen so. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in Folge 3 mit Thymesia. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.